Hallo, liebe Lichterwelt-Fotofreunde. Viel Spaß bei meinem neuen kleinen Film Entlang der Roten Pfütze. An der Landstraße vom Bad Kloster Lausnitz nach Eisenberg, direkt am Abzweig nach Weißenburn, befindet sich der Wanderparkplatz Rote Pfütze. Von hier aus kann man ganz bequem die Wanderung durch das Naturschutzgebiet starten. Das Kloster Lausnitzer Moor wird auch als Roter Pfützensumpf bezeichnet. Es gilt als das größte Durchströmungsmoor in Thüringen und bietet vielen Pflanzen und Tieren einen Lebensraum. Viele der Pfanzen und Tiere, die man hier antreffen kann, sind geschützt. Die Rote Pfütze ist ein Gewässer am Eingang zum Mühltal, von Weißenborn aus kommend. Leider habe ich nicht herausfinden können, wie der Name Rote Pfütze entstanden ist. Für diesen Film besuchte ich das Moorgebiet Anfang Juni. In dieser Zeit steht das Wollgras schon in voller Pracht. Und mit etwas Glück kann man verschiedene Libellenarten und Schmetterlinge beobachten. Natürlich aber auch Spinnen, Käfer und ähnliches Getier. Nun neigt sich der kleine Film über eine tolle Landschaft im Thüringer Holzland schon dem Ende entgegen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Lichterwelt on the Road. Musik